Nein, und schon wieder zu viel. Ich hab's doch. Ja. Ey, Digga, ey, come on, Alter. Wie assi ist. Boah. Wenn man es schafft, die richtig. Nein! Ey, warum, Kev? Nein. Ich hab alles geschafft, ey. Butzbutschachos, wir sind wieder am Stüssel mit einem freshen Map hier am Start. Und zwar haben wir jetzt eine Warride-Map von Sommerkind schon wieder. Und ich habe ja schon gesagt, ich will eigentlich kein Sommerkind mehr zocken, ne? Weil die Maps fand ich kacke. Und jetzt schon wieder Sommerkind. Und wenn du jetzt verkackst, ne, dann ist Achterbahn, dann ist vorbei. Alter, warum hat Deko denn schon wieder was hat er denn da? Wieso hat Deko schon wieder der was? Der X21. Ach so, fresh. Aber wie, wir haben doch mal einen Zeit zu nehmen. Hä? Nein, jeder kann nehmen, was er will. Das ist ein Triple Hardcore. Okay, Freunde, ist egal. 100 pro fang der scheiß Warride hier an, oder? Wo fahr ich lang? Ja, ich bin ja, hier also, fängt der Warride an. GTA-Action. Heute mit einem Triple Hardcore Warride mit sehr harten Elementen. Und Sommerkind, deine letzte Chance. Sonst spielt Deko nie wieder Maps von dir. Nie wieder. Ich muss sagen, ich fand die Maps von Sommerkind immer 1A. Also von mir hast du den Recall-Zettel. Nee, also sowohl das Paradise-Teil als auch... Was war das? Aqua Blazer? Recoil! Recoil. Also Recoil. Ich fand die wirklich geil. Dito. Muss ich gestehen. Aber hä? Es waren wohin muss ich denn? Ideen und ich bin gespannt, wie das jetzt hier gebaut wird. Hä? Also wie das jetzt hier gebaut wait, ist. What? Alter! Nein, ihr seid da falsch, Jungs. Ihr müsst irgendwie auf die andere Seite Mann, kommen. Deko, ihr müsst du oben rausspringen. Arschig, Alter. Springt oben raus. Hä? Ihr müsst oben rausspringen. Wo? Ah! Aber ich bin zu früh rausgesprungen. Aber cool. Alter Falter, ey, was ist das denn für ein cranken Shit, okay, mein Boy? Ich weiß jetzt nicht, wo ich rausspringen muss, wegen Windschatten. Bin ich gerade oben rausgefahren, ich wollte Deko nicht. Nein, einfach oben irgendwann rausspringen, um auf die andere Seite zu wollen. Das ist ein richtig harter Tobak, Alter. Okay. Das ist aber geil. Ich weiß nie, was du vorhin lacht. Und also bei mir, ich hätte es fast geschafft, wäre ich ein bisschen später rausgesprungen, hätte ich es geschafft. Nein! Was? Oh, das sieht gut aus, das schaffen wir auf jeden Fall darüber zu springen, Alter. Kein geil, Ding. Alter. Junge Sommerkind, du bist ein geiler Stecher. Ich bin schon dick geboren, Alter. Hallo, vielleicht ist das auch ein Mädel. Nein, ich bin zu langsam gewesen. Du freust dich eigentlich, ein Mädchen die ganze Zeit fertig gemacht zu haben? Freust du dich? Wenn es jetzt weint, freust du dich, oder? Oh, shit. Hä, was für ein Mädchen? Wenn Sommerkind ein Mädchen ist. Wie geil. Diese Map, das ist so eine innovative Idee. Genau mit dem Paradise. Nur du hast gerade ein Mädchen zum Weinen gebracht. Props an dich und jetzt konzentrieren wir uns. Also da wir hier immer von Emanzipation und Gleichbehandlung reden, ist mir das eigentlich ziemlich egal, ob ich Männer oder Frauen zum Bein bringe. Also sollte eigentlich. Eigentlich bereitet Deko eher Männern Herzschmerz. Ja, ist wirklich so. Nachdem sie mit ihnen in der Kiste waren, sagt Deko nein. Mein Schwanzalbum ist noch nicht ausgefüllt. Und komm schon, Sioch! Ich hab's geschafft, ich bin rüber auf die andere Warride-Seite, aber es ist noch kein Punkt. Ja, es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter. Ist ein hartes Ding. Okay, ich muss ein bisschen höher fahren, so ungefähr. Da, okay, ah nein, ich bin so hoch! Kacke! Deko, bist du relativ geschmeidig rausgesprungen oder schon mit Schmackes? Nein! Ich geh noch später raus. Es war relativ unschmooth so allgemein. Also ich bin ziemlich hart nach unten gerutscht beim Aufkommen und wäre fast abgeschmiert, aber ich hab's auch geschafft, mich zu retten. Weil ich bin immer so rausgesprungen, dass ich bis hinten über den Wall geflogen bin. Über den Warride, was ist denn los mit dem? Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier vorher springe. Ach so, ja, das probiere ich gerade auch. Aber dann bin ich früher rausgesprungen gerade. Oh, das war Pro-Move! Weißt du, wenn du früher rausspringst, dann kannst du ja ein bisschen segeln. Junge, wie geil war das denn? So schmoof, Alter, das war. Jetzt geht's ab. Alter, bei mir war die Landung auch richtig Zucker. Boy, oh shit, man! Eins. Ah, und nein! Später, Peter! Ich bin zu hoch! Hä, genau wie ich! Ich war auch zu hoch danach. Nein! Ich dachte mir, okay, da kommt der dieses fette. LOL, jetzt war ich zu niedrig! Da musst du hochfahren. Fick! Und dann bin ich ein bisschen hochgefahren, dachte mir, okay, das ist krass, man sieht da ja nicht so gut. Und direkt verkackt, Alter. Wow, aber geiles Teil, Alter. Geil, please, geil, Alter. Geiles Teil, that's what she said. Ich bin gespannt, was danach noch kommt und wann endlich mal ein Punkt kommt. Sommerkind, du bist wieder in Dekos. Herzen. Nicht, ne, das noch nicht. Schön für Deko. Noch nicht, die Map ist in nicht Deko. Nein! Bitte, bitte verteilen Sie nicht meine Herzen. Also du hast schon die eine Herzen halbe Briefmarke, Männer. Um in Dekos Penis-Posi-Album zu kommen. Nein, fuck, zu früh da will eigentlich jeder rein, das ist der Dream, weißt du, das ist der Traum. Das ist der Dream.
Das ist, da will jeder rein. Nur wenn du da drin bist, dann hast du es wirklich geschafft. Da veranstaltet Deko ab und zu so ein paar Talentwettbewerbe. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nur spezielle Größen kommen. Ich hab voll keinen Plan, wovon ihr redet. Wo will man rein? In dein Penis-Talent-Scout-Album. Nein! Oh, Junge! Und schon wieder so Butterschmuf gesprungen, Junge! Butterschmuf, Alter! Oh, Junge, Alter, ich hab jetzt Bock auf ein Stück Butter, Alter. Kennt ihr was? Weil das Digga, so richtig, richtig ekliger Jugo, Alter, was bist du Butter? Falsch bei dir. Weil ich ein hungriger Hugo bin. Hey, wir müssen nur ein bisschen höher als das Ding. Wir müssen hier ungefähr. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, ob ich schnell oder langsam sein muss. Ja, 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 hoch. Was für ein oberschmufes Zuckerding. Deko, ich fahr jetzt extra nicht los. Einfach nur. Ich hab keine Ahnung, man. Okay, okay, okay. Ich wollte dich extra nicht blocken, weil man muss wieder zurückfahren. Oh, echt? Ja, ja. Heftigen Scheißen, man. Alter, Junge, das läuft. Wie ist es bei Marvin aus? Nee, ich hab diese Landung noch keinmal geschafft auf den anderen Walls. Lol, ehrlich nicht? Okay, dann sag wie gesagt Bescheid, weil ich springe jetzt gleich zurück. Okay. Ja. Also ich bist du sicher, dass wir zurück müssen? Ich springe gleich zurück. Alter, ist das geil. Okay. Was, du willst wieder zurückspringen? Ja, ja, wir müssen wieder zurückspringen. Also, na, weißt du noch gar nicht. Ich springe gleich. Ich bin unten. Danke. Ich droppe doch nach unten. Warum bleibst du nicht oben? Ich bin extra, du sagst ja nichts. Ich hab's das erste Mal geschafft, weiß ich, wo ich da hin will. Ja, aber ich bin immer oben geblieben. Ich bin niemals runtergedroppt. Niemals. Please, immer, ey, da hab ich's einmal geschafft. Du hättest es sowieso nicht geschafft. Du warst viel zu tief unten, Junge. Nein. Du droppst doch. Richtig butterweich. Junge, butterweich, Alter. Da höre ich zwei Vaginas rumschreien. Zwei Vaginas, die sich streiten. So. Nein, streitst du das nicht? Das ärgert mich, Alter. Das wäre der perfekte First Try gewesen. Ich war so schmutzig durch. Aber jetzt ist mein First Try. Oh. Geht doch. Okay, ist doch, Alter, gar nicht so schwer. Marvin, sag, wo du bist. Kommuniziere dich. Und ja, ich fahr. Ein bisschen höher als die Straße. Ich fahr unten, ich fahr unten. Okay, okay. Unten. Nice. Fuck, wohin muss ich denn? Du musst ein bisschen höher als die Straße. Bisschen, und dann Spirale. Achtung. Ach so, hier lang. Nein. Lol. Verkackt. Ja, ich wusste, ich bin ganz nach oben gefahren. Aber da war nein, nichts. Ich hab dir doch gesagt, du musst ein bisschen höher als die Straße. Ja, aber da hat Cappy da dazwischen geredet. Hä, ich hab dir doch gesagt. Ein bisschen hochfahren, hab ich gesagt. Dann kommt eine Spirale. Ich hab beide gleichzeitig geredet. Deko, hast du es schon geschafft? Hä? Nein. Oh. Okay, ich hab die ganze Zeit auf Marvin gewartet gerade. So. Ach so. Oh. Baby. Alter, aber der Jump zurück ist gar nicht so leicht. Ich hab das Gefühl, dass der Winkel ein bisschen anders. Der Ball ist. Es ist weniger Kurve. Der eine ist er erstmal flach und dann wird er kurvig. Und hier ist er jetzt von Kurve in den Ofen raus. Holy moly, okay, viel weiter. Marvin hat wieder verschisselt. Das heißt, ich verschissel auch einmal. So, sweet. Marvin, du musst kommunizieren, wenn du da bist. Solange du nicht sagst, du existierst für mich nicht. Aber was wollt ihr da großartig ändern? Also, LOL! Ja, ich kann noch oben oder unten fahren, ist theoretisch für mich egal. Also, ich kann von beiden Seiten abspringen. Okay. Deswegen muss man wie willst du unten fährst. Abspringen? Nein, das Ding ist, wenn ich kann ja Marvin ausweichen und dann von unten nach oben fahren, das geht ja auch. Nee, das habe ich gerade gemacht, das geht nicht. Weil du halt einen spitzen Winkel hast und halt nach oben wegspringst. Okay, na dann guter Tipp, Marvin. Du brauchst einen flachen Winkel hier. So, Triple Hardcore Vault. Nein, ich hab ja schon Double geschafft. Das muss geschafft. Immer noch der Dreifache sein. Ich hab's, nice. Ich bin drüben. Nice, wohin? Nice. Ich fahr oben. Okay. Nice. Marvin, sag Bescheid, okay, ich droppe rüber. Also fahr denselben Weg zurück. Okay, ich bin gleich in der Tube. Okay, wo willst du fahren? Ich bin unten. Ich fahr oben. Ich bin unten. Dankeschön. Bitte schön, Sie schaffen das. Fahr nicht zu hoch, Marvin, du musst nur ein bisschen hoch. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Alter! Okay, ab jetzt ist der Weg anders, ab jetzt ist alles neu. Nein, und schon wieder zu viel. Ich hab's doch. Ja. Ey, Digga, Mann, come on, Alter, wie assi ist. Boah. Wenn man es schafft, richtig ab. Nein! Ey, warum, Kev? Lol. Ich hab alles geschafft, ey! Please! Ey! Alter, das tut mir leid. Ich hab überhaupt nicht grad dran gedacht. Ey, ich hätte da nur noch reinfahren müssen. Boah, Marvin, ey, sorry, wirklich. Please! Sorry. Das war keine Absicht. Ey. Oh. Ich dachte, du wärst schon drin, weil ich ja so lange gefahren bin und du auch hier dann. Oh, scheiße. Oh, scheiße, sorry, Alter. Alter, mein Gesicht ist gerade einfach Alter, negativ gespiegelt. Ey. Marvin, und wie sehr bin ich noch dein bester Freund? Digga, du bist jetzt nicht mehr mein Wow!
Alter, da war ich etwas abgelenkt, muss ich sagen. Okay, Marvin, kommst du jetzt hoch, oder was? Nein, ich hab vergessen. Ah, shit. Ich hab's noch keinmal geschafft, richtig zu springen, Deko. Ich bin noch ein bisschen zu weit rechts oder zu weit links. Ich hab's auch erst einmal geschafft. Jetzt eben gerade war ich auch nicht perfekt. Ich sag dir, wenn ich springe. Also es dauert noch. Ich sag mir immer, wo du bist. Also wenn du bist, ich will nicht wissen, wenn du springst. Ich will... Digga, danach sag ich erst, wenn ich das geschafft habe. Okay. So, ich fahr jetzt auf den Warhead auf. Wenn einer von euch springen will, soll ich jetzt machen? Ich fahre hier gerade... So, ich springe. Okay, ich fahr einfach ganz oben. 2, 1... Oh. Ciao, Marvin. Da war ich zu. Nein! Auf meinen Countdown warten. Das war dann eindeutig zu spät. Oh, schon wieder ein bisschen zu früh. Alter, ich Insekten fliegen hier gerade rum. Ich muss mein Fenster gleich noch zumachen. Ey, Deko, es ist richtig schwer, sich an irgendwas zu orientieren, wo man abspringen muss, finde ich. Ja, ich versuch's. Ich habe auch noch keinen... Also, ich habe es jetzt einmal halt geschafft, aber es war halt relativ random und seitdem nicht mehr. Also, ich meine, ich weiß ja, dass ich ein bisschen zu früh rausgeschwungen oder zu spät, aber ich sehe da wirklich keinen Punkt, wo man ganz eindeutig... Okay, Marvin kommt wieder an. Ich fahre einfach hier ganz oben. Dann muss eigentlich alles safe sein. Ich springe in 3, 2, 1 und jetzt... Ich bin oben. Alter, wie ein fliegender Wechsel. Boah. Nein, ich hab's nicht rangeschafft, please. Oh, oh nein, jetzt war so ein Millimeter zu weit nach oben. Deswegen bin ich gerade so oben auf der Kante geslidet. Shit. Ey, aber Hauptsache, beide Wege sind ungefähr gleich lang, dass wir immer gleichzeitig aufeinandertreffen, ey. Aber... Ja, aber das war echt krass. Also ich hab immer ein schlechtes Gewissen, ne, ganz ehrlich. Ey, nicht, dass ich das gerade nicht First Try zurückgeschafft hab, ne? Ist so zum Kotzen, Alter. Ave Maria. Und 3 Peitschenhiebe. Zack, Marvin fährt da wieder irgendwo. Und 3, 2, 1 und ich droppe. Marvin droppt oben, ich geh runter. Und ich bin extra rausgesprungen. Nee. Hab ich dich wenigstens hochgedrückt? Nein, ich bin dadurch ins Schludern gekommen. Oh, shit. Hey. Ich glaube, ich warte gleich einfach mal kurz. Das, egal, wir müssen nicht, wir springen immer gleichzeitig ab, das ist Käse. Nee, das Ding ist, der Fehler ist, Marvin, egal wie weit du oben abspringst, es sieht man auch, dass du oben fliegen, aber du landest sowieso unten, immer. Das heißt, ich werde jetzt einfach immer oben fahren und dann block ich mich wieder. Ja, ja, okay. Alle fahren jetzt einfach immer oben, ich fahre auch oben. Ja. Oh. Alter, war das close. Alter, okay. Alter, wie wir uns genau entgegengesprungen sind. Ja, richtig sexy. Schon wieder geschafft, schon wieder. Wow. Ey, ich krieg aber den Jump nicht hin. Okay, ich muss es jetzt nur halt auch nochmal zum Punkt schaffen, weil ich hab's gerade schon fast hingeschafft, aber da ist so eine kleine Verwirrungstechnik. Boah, ich hab keine Ahnung. Hast du's? Oh, sorry. Alter. Wenn es nicht da runtergerissen hat, hätte ich dir sowas von deinen Arsch zerstört, Alter. Hat Marvin geblockt oder was? Und ich hab den Punkt. Nice. Okay, du musst nämlich danach nach oben fahren, ne? Ja, genau. Hab ich dich nicht sogar dahin geboxt? Nee, nein. Ich muss noch ein bisschen ein bisschen weiter musste ich noch. Das ist so close, Mann. Es ist so close. Alter, das ist aber ein echt geiler Wall. Okay, ich bin jetzt in der Psychoröhre und hab keinen Plan mehr, wo ich irgendwie... Hallo? Wo fahre ich? Hallo? Wo bin ich? Psychoröhre. Oh! Okay, ich bin jetzt in der Tube. Ich fahre oben, Cap. Ich fahre oben. Ich bin unten. Ja, okay. Ich wollte weiter unten fahren, ich warte. Ja, okay. Hä, sobald Marvin... Achso, da die Tür meinte. Ja, ich fahr jetzt nach oben. Ganz geschmeidig, das schaffst du. Ich fahr los. Okay, bis wieder. Okay, ich bin endlich drin, glaube ich, oder? Ja, danke. Okay, ich muss ein bisschen höher, aber ich habe keinen Plan, wie es hier weitergeht. Ich habe noch kein Mal geschafft, ne, also... Irgendwie ja, immer ich bin gespannt. Immer ein bisschen zu weit. Okay, jetzt weiß ich. Das dürfte easy sein. LOL, viel zu weit nach unten. Also ich muss auch sagen, der Sprung zurück ist schwerer als der Sprung hin. Ja, der ist auf jeden Fall schwerer. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich habe ja schon Probleme gehabt bei dem. Deswegen wird das für mich ja unmöglich. Nein. Oh, ey, ich kann mich nirgendwo dran orientieren. Irgendwie blicke ich da nicht durch. Also beim Sprung zurück muss ich sagen, je später man rüberspringt, desto besser. Habe ich das Gefühl. So, ich habe echt gar keine Ahnung. Ja, schon, aber ich war auch schon ein paar Mal so drüber, dass es... Ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Spot gefunden. Oh, ja, geschafft. Okay, das Da muss aber sehr flach halten den Winkel, Marvin, ne? Ja. Also schon oben fahren und dann nur von oben. Ja, so ja, klar. Das habe ich ja beim Hinweg sogar schon so gemacht. Achso, das habe ich beim Hinweg nicht gemacht, da bin ich einfach so drüber gejumpt. Echt? Okay, vielleicht habe ich jetzt einen kleinen Vorteil. Nee, ich habe auch durchgehend so den dicken Flach gehalten. Aber so hässlich aufgekommen, Insta runtergerutscht. Oh, Alter, wie man hier den scheiß Röhren einfach immer nicht sieht, weil man die ganze Zeit nur die Kamera an die Röhren halten will.
Ja. So, aber ganz ehrlich, Deko, ich möchte, dass du dich entschuldigst. Was bin ich? Ich muss dich bei Sommerkind entschuldigen. Nee, muss ich nicht. Doch. Nein, muss ich nicht. Also ich muss sagen, ich gestehe zu und ich sage, diese Map ist auf jeden Fall übertrieben geil. Aber okay. Die Maps davor fand ich halt immer noch übertrieben scheiße. Also, da habt ihr jetzt Deko mir Briefmarke geschickt und er macht die Smack mal voll. Weil du die aus der letzten Folge gemacht hast. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. That sounds good, man. That sounds good. Ich bin eine Smegma-Marke. Aber so eine Smegma-Marke hätte ich auch gerne. Wo kriegt man die her? Die ist von dir. Du bist doch der Smegma-Produzent. Okay. Alter, mach mir nicht so viel Druck. Bin so schnell gefahren, ne? Extra. So, wir rasieren hier weiter. Die beiden hängen da immer noch bei irgendeiner Kacke rum, die kein Problem war für uns. Und jetzt. Oh! Wie kein oh! Problem. Der nächste Warride fängt auf dem Golfplatz an. Nee, doch nicht. Okay, sind das drauf? Drei solche Hin- und Herteile oder ist das drei. Lol. Oder sind das drei Warrides? Also, das der erste, zurück der zweite und der dritte jetzt am Golfplatz? Deko? So, der nächste, wo ich jetzt komme ich zu dieser komischen Sternwarte. Also musst du auch hin und zurück, oder was? Weiß ich noch nicht. Also könnte das drei Fahr jetzt erst drauf zu. Hin und zurück muss. Alter. Das ist heftig. Nein! Deko, ich hab mich beim Hochfahren überdreht. Oh! LOL! Ich war komplett durch! Okay. Ey, aber wie schafft ihr das? Das ist einfach nicht. Das also ist wenn man nicht meint, ich schaff es nicht. Wenn du einen richtig heftigen flachen Winkel hast und wirklich sehr spät rüber cruist, dann ist es eigentlich. Wie gesagt, ich LOLS, wie assi ist das denn hier? Kein einziges Mal. Aber wie gesagt, also meine Technik beim Rückfahren war so spät rausspringen wie es geht und flach. Super flach, ja. Ja, nein, das war. Du bist halt von deiner eigenen Hose her gewohnt, ne? Aber es ist halt für mich schwierig. Fuck. Und jetzt muss ich weiter nach unten fahren. Wenigstens konnte ich einen mittelguten Witz rausholen. Hoch, hoch, hoch. Ja, zieh dich. Aber sehr schön. Zum Glück hast du es erkannt, dass er mittelgut war. Und nicht gut. Ich bin drauf. Nein! Was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Du musst die Spirale nach unten fahren und dann gibt es irgendwann so einen Switch nach oben. Ich verstehe nicht. Du musst nach oben auf eine andere Spirale fahren. Da ist das Haus unten und danach ist so ein Switch nach oben. Da musst du hochfahren. Ich verstehe nicht. Aber da ist noch. Soll ich spoilern? Oh. Ich verstehe nicht. Da ist noch eine Bösartigkeit, ist da noch. Auf die man reinfallen könnte. Ich verstehe nicht. Ich nicht verstehe. Oh, okay, ich weiß, was die Bösartigkeit ist. Du musst den Warride nach der Spirale nach oben nehmen. Ich hab's geschafft. Du hättest ja die Spirale weiter nach oben fahren können, ne? Ja. Boah. Hä, was, wie, was, wo, also, wann, wenn du hochfährst nach dem Haus, dann direkt den Warride nehmen. Du kannst die Spirale weiter hochfahren, aber nimm den Warride. Ach so, also von der Spirale Alter. Kannst du weiter hoch, aber es geht auch auf halber Höhe so ein Warride ab. Ja. Alter. Da, guck mal, da wurde der mittelgute Witz belohnt. Ich sag euch das, die Witze, die ziehen. Okay, ich hab den nächsten Punkt und wir müssen den Warride wieder zurückfahren anscheinend. Also es ist drei Warrides hin und zurück. Alter. Junge, ganz ehrlich, wenn du Sommerkind dich direkt einen Eimer-Smack mal schickst, weiß ich auch nicht. So, Baby. Wow, okay, Alter. Alter. Digga, aber das Ding hier, das hat's in sich. Keep concentrate. Alter, mir ist richtig hot. Richtig heiß. Zack, wir brauchen ein bisschen Speed. Wir müssen springen hier. Zack, Einsprung. Bisschen ich höher. Wo lang, muss ich hoch, muss ich runter, muss ich. Ah, okay. Jetzt weiß next. Wo muss ich lang? Okay. Okay. Shit. Ah, das wusste ich nicht. Ah, hier kommt doch wieder der Wechsel. Der Micha-Wechsel. Okay, ich muss jetzt wieder konzentrieren. Alter, ist mir bleiben. Verdammt. Der Gott. Berühmte und allseits beliebte Micha-Wechsel. Scheiße. Der gute Micha-Wechsel. Da muss ich wieder hochfahren. Hey, sweet, das haben wir. Boah, wir haben sogar schon einen Warride nach einem Map-Abbauer genannt. Ne? Micha, fühl dich gesackstreichelt. Also ein Warride-Element, eigentlich. Aber so, ja. Auf jeden Fall. Jetzt das Micha, also, das Micha-Element. Oh fuck. Ich bin jetzt gespannt, ob es wirklich drei Warrides gibt hin und zurück. Weil das wäre echt krass. Wie schafft er das mit Weil, also ich bin jetzt auf dem zweiten. Das wäre ja echt, also. Nein! Echt eine besondere Leistung. Das wäre echt krank. Zack, normalerweise rüber. Fährt man den geheimen ab und dann war's das, ne? Ja, sagen sie auch, gibt keine Elemente mehr. Aber das sieht man mal. Aus wenig kannst du viel machen. Boah, die Röhren leck meine Eier. Wie geht denn das bitte? Oh, bitte, 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 bitte. Nein, jetzt kommt wieder so ein Switch. Was der für ein Alter! Okay, also ich muss sagen, jetzt der zweite, beim zweiten Warride auf dem Rückweg, der letzte Teil ist übertrieben schwer. Also. Wir?
Schwier. Ja, Schwier. Schwier. Ich hab ein neues Wort erfunden für diesen Schwierigkeitsgrad. Am Eel, Motherfucker, am Schwier. Bruder. Nein. So, wir fahren durch das Luxusviertel zum Golfplatz. Nein. Nicht zum Golfplatz, zur Sternwarte. Ich fahre jetzt auch am Golfplatz vorbei. Ich bin hier am Golfplatz. Da bist du falsch. Du warst doch auch kurz beim hier Golfplatz. Hier ist der Golfplatz. Nee. Sternwarte ist ganz woanders. Ich dachte, wir müssen dahin. Oder ich dachte, ich fahre gerade darauf zu, aber es war es nicht. Das war nur eine Ecke, die so irgendwie aussah. Ich bin nur dran vorbeigefahren. Ich glaube, jetzt fahre ich tatsächlich zur Sternwarte. Ich bin gerade hinterm Golfplatz vorbeigefahren. Da war das auch noch ein schöner Warrider. Echt, das auch nochmal ein Warrider? Alter, war das close. Sternwarte. Ah, fuck, was kam jetzt hier? Hier ist die Universität. Das ist nicht die Sternwarte. Alter, der Scheiß hier ist so schwierig. Sternwarte ist woanders. Aber sind da random Teile drin? Nee, ne? Nee, keine random Teile. Oh, das finde ich cool, alles Skill. Aber du fährst eine Spirale nach unten, musst dich dann abfangen, weil Spirale weiter nach unten wäre der Rückweg, also derselbe Weg, den du hochgefahren bist. Das heißt, du musst dich abfangen, musst hochfahren. Der andere Weg. Okay, concentrate, und ich bin gerade das erste Mal drauf. Nach dem Hochfahren kommt ziemlich schnell der Sprung rüber. Das heißt, du bist erst bei einem ziemlich spitzen Winkel. Du musst erstmal schaffen, dich irgendwie wieder abzufangen. Deko, wo bist du? Ich fahre jetzt gerade die zweite Spirale hoch. Okay, keep concentrating. Oh nein, ich habe den Micha Warrior natürlich nicht erkannt. Ich bin einfach ganz normal rüber gegangen. Ja, also hier, bei dem Teil muss ich sagen, hier ist echt viel Try and Error. Also ich habe auch, glaube ich, drei oder vier Mal dann gesehen, okay, ich habe ein neues Element. Kann man anpassen. Da gar nicht so lenken. Man muss es einmal gemacht haben, glaube ich. Ja, sonst muss, also... Geht vielleicht schon, aber musst du halt auch Baby! Bisschen mit Glück, wenn du da die Winkel mitnimmst, aber es kann ja auch sein, dass da auf einmal ein Warride kommt. Das Ding ist, Micha Warride komme ich jetzt auch drauf zu. Ja, ich fahre jetzt gerade erst hoch. Boah, ich hab keine Ahnung, wo er das schafft, oder was? Micha Warride habe ich geschafft, ich fahre jetzt unten. Oh, warte, ich rutsche, ich respawne. Ich hatte Angst, ich wollte auch, wenn ich unten gefahren hätte, hätte ich erwischt. Okay. Und das war vielleicht auch ein Komm schon, bitte! Nein! Oh, Alter, dieser Switch beim... Das ist das letzte Stück, ich war wieder kurz vorm Punkt. Ich bin gespannt. Dass es wieder rausspringt und auf der anderen Seite auf dem Wall drauf springt. Nein, what? Oh, ich war da schon drauf und dann gucke ich, habe ich nach hinten geguckt. Und in der Zeit habe ich mich überdreht auf Edis. What? Sure. Wait, what? Aber das ist schwierig, ich kann gar nicht einschätzen, Deko, wie wir uns auf dem Weg fahren können, weil ich glaube, hier geht das nicht. Ich muss auf der Spirale unten fahren. Weil sonst dann fahre ich oben. Ich kann auch oben fahren. Nein, wieso habe ich denn jetzt verkackt, Alter? Komm schon, jetzt will ich es aber haben. Ah, okay, Baby, okay. Marvin, wie schaut's bei dir? Ich fahre jetzt gerade so einen Pimmelweg hoch, aber ich hab's auch geschafft. Nice. Okay, ich bin unten bei der Spirale, jetzt kommt Micha Warride. Ich hab keine Ahnung, was der Winkel ist. Nein! Nice, Micha Warrick geschafft. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich fahr um. Danke. Okay, was kommt jetzt? Ich denke, ich muss eine Loop. Jetzt komm, du musst Speed haben, da kommen Sprünge, aber gerade. Okay. Alter Vater, boah. Oh shit, der tippt gerade, war so beschissen, Alter. Alter, diese Ecke da ist so haarig, Alter. Oh fuck, ey. Ich wollte. Nein! Ey, ich schaff es! Ich hab schon wieder. Ah! Entweder oben fahren hier, Marvin, wenn du dann da bist, oder von Mitte leicht nach oben abspringen. Weil Mitte fahren, Mitte springen ist auf jeden Fall falsch. Digga, für mich ist gerade alles Bahnhof, was du dir erzählst. Okay, ich fahre den Micha Warrior hoch. Ich bin ja noch Lichtjahre von euch entfernt, also. Nee, du musst nur fahren, du bist hier bei mir. Ich fahre wieder oben. Okay, ich fahr unten. Merci. Okay, jetzt können wir es besser machen. Oh, alter Schwede, ob ich das jemals schaffe, oder? Okay, jetzt fahre ich ein bisschen weiter oben, aber ein bisschen gerade vielleicht noch. Oh! Weiß ich gar nicht mehr. Wow! Alter, das war random, wie ich es geschafft habe. Ich bin eigentlich unten rausgerutscht und direkt mit dem Rücken gegen den Warride gekommen. Nein! Und der hat mich wieder stabilisiert. Alter! Oh, ich hab's! Ich hab den nächsten Punkt! Oh! Weirdest Ding, sweet! Alter Schwede, aber wie fucking hairy das ist, Alter! Röhre lang gefahren und ganz am Ende einfach am Punkt vorbeigesprungen, ey, please. So? Too fast! Okay, worauf muss ich achten? Warte, ich will selbst erforschen. Ich bin jetzt bei Micha Warride. Jetzt fahren wir zum dritten Warride. Micha Warride und dann. Oh shit, oh, wow, richtig Käse. Also nach dem Micha Warrior wird's richtig haarig. Also Spirale runter und dann wird's schwer. Ich muss diese eine Spirale hochschalten. Okay, jetzt kommt Warrior auf den Golfplatz. Nice, hab ich auch noch gesehen. Da bin ich mal gespannt jetzt, Alter. Ja, da bin ich gerade, hi.
Aber Marvin fährt nur zu Besuch vorbei, weil er noch da ist. Ja. Ich bin nicht groß genug für den. Ich muss erstmal hier Level 3 erreichen. Marvin, sag Bescheid, wenn du bei Micha Warrate bist, weil, oder wenn du schon die Spirale fährst, weil ich fahre jetzt die Spirale runter. Ja. Okay, da habe ich schon mal die Abspaltung gesehen, da ging es glaube ich gerade dann. Wir haben ziemlich weiten Weg lang. Von dir. Bitte resigniere zu fahren, wenn du da bist, weil ich kann. Okay. Ach, da! Da muss ich hoch! Deko, nein! Sag mir nicht bei diesem Übergang von den beiden Spiralen, da muss ich hochfahren. Doch, musst du. Was? Ja. Ich bin ja mal gespannt. Das ist so übertrieben Alter. Schwierig, Alter. Nein, hier ist ein Aussortierer! Ach, komm, on, warum? Ey, Sommerkind, ne? Jetzt hast du wieder verschissen. Ja, na, das ist eine geile Map, Deko, Alter, komm. Nein, es ist nach einem relativ fairy Wallride jetzt in eine Röhre reinfahren, die Röhre in Spiralen hochfahren und da sind mindestens zwei Aussortierer drin. Achso, nach oben fahren? Ja, aber das Ding ist, halt man beim Hochfahren, du siehst ja auch immer nichts. Doch, ja. Ich sehe da immer was. Also, es ist nicht so, als wenn es diese Stopperteile wären. Ich sehe den gerade zum ersten Mal, ich fahre jetzt gerade. Micha Warrite? Ich hab keine Ahnung, ich fahre die ganze Zeit. Okay, Marvin, dann. Ich glaube, du verkackst. Also, ja. ich bin unten, ich kann nicht nach oben, ich muss hier unten fahren. Ja, ich hab. Ich muss hochziehen? Ich hab's geschafft. Nein! Mist. Okay, du kannst. Okay. Ja. Spirale. Wenn wir jetzt nicht losfahren, dann treffen wir uns auf dem Riesenwall wieder. Oh, das ist schwierig. Spirale lang. Muss bei Spirale direkt. Aber ganz ehrlich, so schwer war das jetzt gar nicht, da drauf zu kommen, wenn man weiß. Wo. So, ich muss erst mal schauen, ja, aber das Ding ist halt, der Winkel ist richtig assi für. Der Winkel zum Rüberspringen auf den nächsten Wallride ist übertrieben. Okay, also. Das habe ich noch. Ich bin auf der Spirale. Easy, dann oh, bitte lass mich hier jetzt durchkommen. Ich will jetzt zum Punkt. Ich will bitte zum Punkt, Alter. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Okay, dann fahr bitte unten. Ich fahr oben. Okay. Ich springe jetzt drauf. Ja. Bei dir oh ist nein, nicht über. Nein! Alter, der X21 ist so ein Gott, Alter. Alter, dass du auch noch X21 fährst, weiß ich nicht, inwiefern das fair ist. Alter, der X21 ist so ein Gott. Oh, das war echt easy eigentlich. Nein! Okay. Oh, ich hab wieder da verkackt. Mist. Also, da würde ich mal gerne wissen. Hm. Aber da. Aber Digo hat auch sehr lange gechillt. Ja, 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 aber. Nee, ich meine nur, was wissen wir? Wir haben ja mal in einer früheren Folge darüber gesprochen. Zum Beispiel jetzt Osiris und so, X20 unterscheiden. Ich würde mal gerne wissen, wie der X. Wie wär's? X21 war das? X21. X21, wie der sich unterscheidet vom P20. Der ist sehr interessant. Also. Wo ist überhaupt der nächste Punkt? Ich weiß gar nicht mehr. Also, langsamer ist er auf jeden Fall. Fährst du komplett zurück? Und dann musst du mit Micha Warrior zurückfahren und dann bei dem, wo du von der einen Spirale auf die andere gewechselt bist, dann musst du richtig langsam von oben, von unten nach oben fahren. Ich schau mir das erstmal an. Also bin direkt hinter dir. Oh lol, er dreht sich ganz komisch. Das nein, und wieder gegen die scheiß Aussortierer gefahren. Ich hasse es. So, ich bin hier. Oh, fuck, Alter. Warum müssen hier Aussortierer drin sein? Ah, okay. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Ah, das ist knackig, Marvin, weil. Der ist auch so gebaut, also nach dem Sprung, wenn du es wirklich hochgeschafft hast, ist es halt so, dass du da irgendwie gegenklatschen kannst. Das finde ich am schwierigsten aktuell. Achso, gibt es danach noch einen Punkt, wo man verkäken kann? Ja, oder? Ja, also du musst da erstmal hoch die Spirale und dann fand ich es besonders schwer, da halt sozusagen auf dem Wall drauf zu bleiben, weil man ja hochzieht. Aber wir werden sehen. Ja, ich bin gespannt. Oh. Okay, ich hab's. Was passiert jetzt? Jetzt der Sprung. Ich hab's auch. Was? Und jetzt kommt dieser Flipwechsel. GG, nicht geschafft. Alter, was kam denn? Nein! Kommt noch so ein Warride-Wechsel. Was? Den musst du. Was? Ja, das hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Da war ich 5 oder 6 Mal, bis ich es geschafft habe. Also in die andere Richtung nochmal springen, oder wie? Ja, genau. Ja, wie vorher bei dem anderen Ding auch. Halt einmal rüberspringen, ne? Ja, ja. Was? Oh, und das Ganze kommt hier beim dritten auch nochmal. Wow! Aber das ist ein geiles Element, ne? Hat er sich was Nices einfallen lassen. Alter, aber es ist so. Oh, bei. Alter, der dritte ist auf jeden Fall der assigste Wallride. Okay. Wieso überdrehe ich mich denn hier? Lappenauto. Wo? Roman Centorno. Bram, bram, bram. Okay. Nice, ich hab's geschafft. Ehrlich, Alter, das war aber schnell. Second try, Alter, aber ich hab lange gebraucht, um die Technik herauszufinden, wie ich überhaupt bis zu diesem Warrant Flip komme. Puh. Okay. Aber das war jetzt das zweite Mal probiert und dann ging es ganz gut. Das war jetzt auch die leichtere Variante von Warrant. Da war der Winkel wieder gut. Wenn man könnte. Jetzt bin ich gespannt. Deko, bist du schon auf dem Hin- oder auf dem Rückweg? Nee, immer noch auf dem Hinweg. Alter.
Ich schaff das hier auch, glaube ich, nicht. Also. Oh! Okay, Deko ist Hinweg. Ach, Hinweg sogar noch? Alter. Dritter War. Drei Double War Rides. Wie geil ist das denn? Die heißen doch sogar Double War Rides, ne? Triple Hardcore War Rides heißen die. Triple Double War Rides? Oh, tut mir nicht. Nee. Also, ich werde hier auch gerade ein wenig. Darf man nicht so schnell sein, das kennen wir ja. Aber wie kommt denn hier? Jetzt bin ich gespannt. Hey, hier. Boah, sowas hasse ich ja immer. Sowas hasse ich ja immer. Boah, sowas kann ich auch. Oh, bitte, okay. Ich muss jetzt den scheiß Sprung schaffen. Okay, warte, Alter. Spirale. Ich weiß nicht. Podico, die Aussortierer meint, ich fahre extra richtig langsam auf der Spirale. Auf der Spirale sind keine Aussortierer. Muss man oben oder unten? Deko, wenn ich in der Tube bin, oben oder unten? Oben. Ich hab Angst. Ey, das kann nicht wahr sein, Alter! So. Eine große Angst macht sich in meinem Höschen breit. Manche nennen es Kot, ich nenne es die pure Angst. Was?! GG und ich, Deko, da gucken Metallstäbe in die Röhre rein. Ja, ich weiß. GG, das wusste ich nicht. Wow. Nein! Manche nennen es Angst, ich nenne es braunes Gold. Winterkirschen. Nee, hey, Winterkirschen sind ja... Ja, die Fussel, aber ich rede wirklich von dem braunen, geilen Krokant, Alter. Den geilen Krokant, Mann. Krokantissimo. Okay, Fokus, Guys. Einfach nein, konzentriert bleiben. Nein, ey, diese Aussortiere hätte man so weglassen können, Alter. Boah, die gehen eigentlich voll. Die Aussortiere sind richtig easy, finde ich. Ich finde Aussortierer auch gar nicht schlimm. In der die Aussortierer gerade, ich habe den YouTube anders vorgestellt, wie du das meinst. Das ist ja super easy. Du kannst ja völlig normal hochgucken. Okay. Was kommt jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich habe Angst. Ich muss langsam fahren. What? Alter, wie lange man droppen muss. Nein! Oh, aber ich glaube, ich war schon nahe dem Ende. Den Warhead-Wechsel verkackt. Aber ich weiß natürlich, was Deko meint, weil bei den Aussortierern manchmal wird man bei dem Teil mit einer ungünstigen Position auffahren, die man selbst durch Bremsen etc. nicht wettmachen kann. Oh. Und dann ist der Fail einfach verkackt. Das ist dann ärgerlich. Das stimmt. Okay, keep concentrating. So, komm, wir machen das jetzt. Okay, das sah schon relativ gut aus. Wow, jetzt bin ich hier raus. Aber es ist nicht immer noch zurück noch krasser und ihr seid hier gerade mal auf dem Hinweg, ne? Okay, ich bin gerade hart abgelenkt. Also die Sortierer, ich glaube, die sind echt nicht so schwer. Die hat auch wieder gesehen, die kann man gut ausweichen. Man muss halt nur 10 mit durchsperren, Alter. Ist man eigentlich wie so ein Schütze, dass man vorne und hinten immer sieht, um unsere Chamäleon-Augen. Aber ich habe das mal bei Deko gesehen, wenn er C drückt, er macht das irgendwie komisch. Also bei ihm bringt das nicht so viel. Also ich tippe halt einmal minimal, ganz schnell, bam. Ja, mach ich auch. Vielleicht liegt das auch an irgendwelchen Distanzen schnell, keine Ahnung. Da kannst du auch viele, dass du noch mal... Okay. Nein, wie kann... Ja, wie Deko mal seinen Satz anfängt... Lol, ich bin doch dran gekommen! Shit, Mann! Okay. Und dann verkacke ich. Wir weichen mal wieder aus. Deko respawn. Easy, so eine Respawn-Krankheit. Easy, lemon squeezy. Hier müssen wir hoch, da fängt der Warride an, also müssen wir hier raus. Easy, okay, wir haben es geschafft. Jetzt kommt wieder der Punkt, wo wir letztes Mal verkackt haben. Boah, das ist knackig. Da sind nämlich super viele nach unten. Todespeed! Okay. Dann geht's gleich. Okay. Focus, Guys. Focus. We make this. Haben wir's? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Make it true, Marvin. Flip. Please. Jetzt kommt noch ein Straßenflip. Make it true, my boss. Deko, nach dem ganzen Ding noch ein Straßenflip. Alter. Hä? Alter, das war... Da hab ich doch schon 6-mal verkackt, Alter. Ach so, da bin ich doch zum ersten Mal hingekommen. Wow, Alter. Also 6-mal, ich glaube, ich 3-mal war ich bis da. Alter, heftig. Boah, Junge, das ist aber echt ein geiles Element. Geile Map, Alter. Alter, das sieht man zwar gerade die Arschhaare, ich bin übelst verschwitzt, aber geil. Aber geil. Ich muss sagen, diesen Warhead-Wechsel, den kann ich auch nicht so gut. Den hat Deko mir schon relativ gemeistert, oder ihr. Also läuft bei euch ja eindeutig schmufer. Kev scheint ihn ja anscheinend besser zu können. Boah, vergiss das. Beim Rückweg Second Please. Try, also ich habe jetzt hier auch schon wieder mehrere Tries gehabt. An, hey, und es. So. Also, man kann hier sogar. Oh, bin ich dämlich, Alter. Ey, das Einzige, was mich aufregt bei dieser Tube, das ist das Einzige, was schwer ist. Es sind nicht die Aussortierer, es sind diese hässlichen Stäbe in dieser Röhre. Weil ich will immer so einen geilen spitzen Winkel fahren. Okay. Und dann sind immer die Röhren im Weg. Immer. Und aber jeder hat ja woanders seine Schwierigkeiten, glaube ich. Nein! Schon wieder beim Warhead-Wechsel verkackt. Der Weg zurück ist, glaube ich, hier relativ easy, so wie ich das sehe. Why, man? Er ist da ziemlich human gestaltet. Von einem Warhead zum anderen.
So. Aber der hat echt Feuer, Mann. Der wurde vom Feuergott gesegnet. Vom Ziegenmann wurde der auf jeden Fall. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter hier. Als Klospülung benutzt hier. Aber bin ich dämlich, Alter. Ich bin so dämlich. Ich gucke den Auslauf wieder an. So, ja, der kommt in meine Richtung. Ja, perfekt. Gas drücken, bam. Exakt, aber so Millimeter genau gegen. Angeguckt, kalkuliert und verkackt. Geh runter. Runter, abfangen. Hey, ich hab mich schon wieder hier überdreht. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Das ist schwierig, finde ich. Ja, das ist echt schwer. Nein, und dann hab ich vom Warride ab. So. Rico, ich weiß ja nicht, wie schnell du fährst, weil ich fahre relativ geschmeidig. Also, ich weiß nicht, ob du das billiger und zahlst hier bist. So. What? Ich hab grad meine ganzen Flüchtigkeitsfehler eingestellt. Also jetzt läuft gerade Schmuck. Also muss ich echt hardcore konzentrieren. Hier bin ich gerade einfach nur. So. AIDS. Flüchtigkeitsfehler ausstellen, Programm aktivieren, bibi, so. Bibi, bub, bub. Komm. Bibi, bub, bub, bub. Jawohl. Was? Oh. Ja. Okay, nochmal Spirale runter. Nein! Dieser Warrant-Wechsel, den krieg ich nochmal Spirale runter und jetzt nicht überdrehen, Deko. Nicht überdrehen, nice, nicht okay. Überdrehen. Wir sind oben. Wir gucken die ganze Zeit, wo sind die Röhren? Da sind die hässlichen Röhren. Jetzt kann man hoch. Wir sehen das Teil, Aussortierer, ersten Aussortierer erfolgreich ausgewichen. Zweiten Aussortierer easy ausgewichen. Oh, ich hab's! Endlich! Deko, bitte bleiben Sie stehen. Oh, ich hab's. Weil ich komme jetzt. Kev kommt jetzt. Ja, GZ, Deko, freu dich doch mal. Das hat mir Gefühl. So. Ich muss die ganze Scheiße zurückfahren, Alter. Bitte nicht fahren! Ich komme jetzt! Ich warte Funze, immer noch. Oder war ich wieder zu schnell? Ich muss das langsamer nein, machen. Nein! Nein! Ich hab sowas... Oh nein! Oh Mann, weißt du, was mich aufregt? Ich bin da perfekt aufgefahren. Und bin dann gerade hoch und dann habe ich in letzter Sekunde entschieden, nee, ich fahre doch ein Stückchen weiter nach hinten. Und dann bin ich gerade so einen Millimeter rüber geflogen. Der erste Gedanke wäre perfekt gewesen. Und der zweite hat es einfach kaputt gemacht bei mir. Oh. Alter, ich hab so Mann, kalte Finger dafür. Gerade, Alter. Ihr habt ein richtig geiles Händchen dafür. Ich, Junge, ich kann das ich gar bin, nicht. Ich bin so in der Mitte drauf gelandet, Alter, dass ich doch gegrindet bin. Das war perfekt gewesen. Aber das ist bei mir eigentlich mehr nur Glück als ich fahr jetzt gerade die Spiralen zurück. LOL. Sag erst wieder, wenn du in der Tube bist, weil das ist das einzig Relevante eigentlich. Nein! Ich hab diesen Borat-Wechsel einfach nicht. Der nimmt mich auseinander. Nein, ey, come on, Alter. Ich hab's doch easy rüber geschafft. So. Alter, jetzt mach ich wieder Flüchtigkeitsfehler. Oh, Mann. Ich bin so eine gewisse Zeit, habe ich echt geile Konzentration und dann bam, Alter. Ja, das ist immer schubweise, kommt schubweise. Der Winkel war zu steil. Ich hab so kalte Hände, Alter. So kalte, schwitzige Finger. Das ist so ekelhaft. Ich fahr in der Tube. The Baby! Nein. Okay, Fokus. Jeder macht jetzt hier Fokus. Deko, ich bin in der Tube. Ich fahre jetzt drauf. Unten. Ah ne, sind die Spiralen. Entschuldigung, die Spiralen kommen jetzt. Wow. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich versuche den Wechsel. Okay, warte dann. Oh, warte, letztes Ding. Hm. Nein, bitte nicht überdrehen! Bitte nicht überdrehen! Bitte! Ja! Ich bin drauf, Deko! Oh, nice, dankeschön! Und der Wechsel hat geklappt! Ja! First try, beim Jump! Hier ist kein Punkt! Deko, hier ist kein Punkt! Hier ist ein Punkt! Lol! Deko, hier ist kein Punkt bei mir oben! Da ist ein Punkt! Nein, hier, bei mir ist kein Punkt! Da hast du Stein gesammelt, oder du hast unten einen vergessen! Peace! Ich hab unten einen Punkt nicht eingesammelt. Also das wäre hart fail, wenn das Junge, wirklich Scheiße, ist. Ich hab wirklich einen Punkt nicht eingesammelt. Ich hab den nicht gesehen. Hä? Lol, nee, ehrlich ich jetzt? Ich war aber ein Punkt direkt vor dem Warride. Und von da aus habe ich den Anschwung geholt und hätte noch einmal rumfahren müssen. Nein! Oh, komm, fick dich, wow. Alter! Ganz genau. Oh, ich war schon fast unten aus der Scheiß Aussortierröhre wieder raus. Voll, Alter, Scheiße! Ey, da hab ich nach so langer Zeit hab ich den Warride geschafft, dann hab ich den fucking Punkt nicht eingesammelt.
Das ist aber schon echt schlecht eigentlich. Ey, das ist böse. Gott, ich bin ja 100 Mal respawned. Ich habe das niemals gesehen. Niemals. Ich bin immer so gespawnt, dass ich perfekt auf den Warrior zugefahren bin. Junge, oh, Alter, ist das... Ey, Ey, da fällt mir nichts mehr zu ein, Alter. Ich bin in der Aussortiererröhre drinne. Okay. Kommunizieren regelt das. Ich bin oben. Ich fahre aus der Tierröhre weiter. Ich bin schon durch alle aus der Tierer durch. Ich fahre extrem langsam. Ich bin oben. Ich fahre extra sehr langsam. Ich bin komplett oben. Ja, ich muss erstmal den Wall. Okay, ja, fahr. Ich weiß nicht, wo du bist. Du hast irgendeinen Scheiß gelabert. Du warst auf keinen Fall in der Röhre, die hier. Doch, ich drehe mich die ganze Zeit vor der Ausfahrt hier. Lol, ich bin da so langsam gefahren, dass ich jetzt raussortiert wurde. Du kannst schon fahren. Ich bin langs weg. Ich fahre die Spirale nach unten gerade. Oh, ey, ganz ehrlich, das regt mich gerade richtig auf. Das hat mir... das kann doch gerade nicht wahr sein. Hä, hey, aber wo ist denn das Ziel, ehrlich, Alter? Bin ich da richtig, wo ich langfahre? Ja, das ist richtig. Du musst da diesen Warrider dann hochfahren. Ey, ganz ehrlich, wie würdet ihr euch fühlen? Verdammten Warrider geschafft, ey, und der ist so hart. Das wäre schon arg böse, eingesammelt. Aber jeder von uns hat jetzt so einen Moment gehabt, außer Deko. Marvin kurz von ihm einen Punkt rausgehauen. Ich jetzt das hier, das war das Karma, würde ich sagen. Jetzt sind wir wieder Karma quitt. Ja, du hast schon drei Arme Maria gemacht. Mann, ey, jetzt können die da richtig ausrasten, Alter. Ah. Das Ding ist, ich habe keinen Plan, wie ich hier fahren muss. Weiß nicht. Du musst ganz unten fahren, sehr langsam und dann einfach hochziehen. Weil da ist diese eine Wallride, wo du einfach oben fahren musst. Das ist eigentlich ziemlich easy. Weil du ziemlich viel Zeit hast, um gerade dich auszurichten. Ne, ich weiß nicht, da an der Spirale nach unten fahren und dann gerade ausrichten, da war ich gerade zu langsam für. Ich krieg's nicht hin. Ich schaff diesen Ballwechsel einfach nie. Ich bin jetzt hier bestimmt 10 Mal oder so. Ich dreh mich in der Spirale, in der Röhre gerade. Okay, ich bin auch in der Röhre gerade. Oh, wir sind aneinander vorbei. Ich fahr nach. Alter, wir sind haarscharf aneinander vorbei. Oh. Ich hab keinen Plan, wie weit ich gerade nach unten gefahren bin, bis es wieder hochgeht. Jetzt müssen wir es schaffen. Komm schon, jetzt machen wir es. Das ist so asozial, Alter. Ganz ehrlich, egal, Deko, bitte lass mich kurz fahren, warte noch kurz. Ganz ehrlich, das habe ich mir echt verdient, dass ich es schaffe. Oh fuck, Alter, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, Alter. Das hat mir sämtliche Motivation rausgenommen. Jetzt nochmal diesen scheiß Wallride machen, jetzt mal ohne Witz. Please. Ich bin immer noch ziemlich weit hinten, also. Vor allem, dass es 10 Minuten gedauert hat, bis man es schafft und dann... Ja, alles perfekt geschafft, aber den Punkt nicht eingesammelt. Ey. Das ist doch so dämlich. Wieso bin ich nur so dämlich, ey? Also ich habe gerade irgendwie keine Chance beim Rückweg. Da, wo die Spirale dann wieder ins Gerade übergeht, überdrehe ich mich jedes Mal. Man muss da so scheiß langsam fahren, dann muss man so übertrieben krass nach oben ziehen. Ich fahre... Alter, meine Concentration doppelt machen muss, Junge. Wow. Oh, hier habe ich die Bauchschmerzen, Alter. So, komm, mit Fokus. Das kriegen wir hin, komm. Hier nicht überdrehen. Nein. Jetzt. Nein, bitte bleib wieder auf 20. Ey, ich überdrehe mich jetzt zum dritten Mal an der Stelle, Alter. Ihr schafft das. Ich vertraue an euch. Ich schaff das auch noch irgendwann. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Ich komme noch nicht mal zu diesem hässlichen Sprung, alright? So, da will ich gar nicht mehr hinkommen, Alter. Oh. Marvin, Alter, du musst das auf keinen Fall schaffen hier. Nach dem ganzen Scheiß dann noch diesen Sprung machen, Herr Fun. Wenn du das gerade eben schwer findest, da würde ich sagen, das würde ich lieber machen. Nein, ich den Sprungwall verkackt die ganze Zeit. Okay, jetzt schaffen wir es. Der Rest ist ja kein Problem, wirklich null Problem. Ich verkacke eigentlich durchweg beim Sprung. Ich hab einfach gar keine Zukunft mehr. Nein, ey, jetzt. Ey, dass ich dreimal bis zu dieser Stelle gekommen bin und mich dreimal an derselben Stelle überdrehe, ne? Diese Stelle ist so übertrieben asozial. Was gehört? Was? Eine Spirale. Komm jetzt auf den Warride. Ich seh's. Komm. Komm schon, jetzt, please. Nice, geschafft. Alter, komm ich. Jedes Mal, wenn ich jetzt gekommen bin auf euch, hab ich's geschafft. Einmal nee, auf den Warride gekommen, Insta geklappt. Nee, ich hab die Technik nicht. Ich hab schon so oft geklappt. Jetzt geht's zurück und jetzt will ich Baklava, Alter.
Baklava. Ja, Baklava. Ich glaube, ich gehe gleich zum Dönermann und komme ein bisschen Baklava, Alter. Na, Baklava ist geil. Ja. Das habe ich mir jetzt verdient, ey, nachdem. Ich mir es wirklich verdient. Ein leckeres Baklava. Wow. Wenn irgendwen was mitbringt, schreib es in die Kommentare. Ja, mir bitte auch Baklava. Muss in die Kommentare schreiben, so höre ich eben. 6 Stücke. Will das jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen happy, Alter. Gut, dass das geklappt. Oh, ich hab's geschafft. Es war immer so, wenn ich es geschafft habe, dass ich mit Deko gleichzeitig fahre. Oh, oh bitte. Bin ich hier richtig? Ich bin... Nein! Ey, das ist doch so asozial, Alter. Er hat da wieder so eine Stelle drin, wo die Spirale nach oben weitergeht. Du musst auf der Hälfte abfahren. Nein. Oh, ey. Okay, das ist echt... Psycho. Ey, ich krieg so das Kotzen, Alter. Keep Alter, ich bin Deko gerade nachgefahren und ich bin völlig anders geflogen, als Deko geflogen ist. Also Deko hat Technik perfektioniert, würde ich mal sagen. So. Ey, langsam geht mir auch die Konzentration flöten, Alter. Ich muss langsam was schaffen jetzt. So. Nein, nicht zu steil, nicht zu steil! Hey, Kev, ganz ehrlich, was hast du denn bitte für gut die ganze Zeit da übersehen? Was hast du denn da gemacht? Das Ding ist, ich bin da auf den ersten drauf gefahren, da bin ich da direkt zum Warride gezeigt und ich bin einfach hin. Ganz einfach. So, ich fahr jetzt. Oh, ich fahr Spirale unten. Röde. Gib mir mein First Try, bitte. Oh. Gib mir meinen geschützten First Try. Ich fahr unten die Spirale. Verkackt. Aber auch so dämlich verkackt. Ich muss nach oben fahren, oder? Ja, nach oben. Ganz nach oben. Aber pass auf, da sind einmal Röhren, die reinragen und da sind zwei Obstkuchen. Ja. Ey. Also okay, das letzte Warrior jetzt finde ich. Okay, das ist super easy. Ziemlich asozial. Okay, bin ich durch? Ich fahr unten. Ja. Hab ich? Okay, noch mehr. Du musst die jetzt gerade fahren, dann der Schwung. Okay, hab ich komplett alles mit dem First Try. Ich gönn dir das jetzt. Ich fahr weg! LOL! Es war der first fucking try! Aber das Ding nicht geschafft? Nee, aber wie gesagt, ich krieg's noch nicht hin. Also, ich find die Warrant auch super einfach. Ich schaff nur den Sprung hier. So, den Sprung wieder geschafft. Warte, so, wow. Was haben wir jetzt? Alter! Wow. Okay, ich bleib hier. Soll ich überhaupt noch fahren? Also, ja. Oh nein, oh shit, das war dämlich. Hier langsam, geh raus. Ich weiß nicht, wo ich fahren soll. Ich muss bestimmt schon wieder so wechseln, ich muss schon wieder einen Wechsel machen. Oh, ne? Ja, Alter. Ich bin in der Tube. Ich fahr einfach da unten, ja? Unten. Bin in der Tube. Hey, ich fahr ab. Ey. Ich bin rausgefahren. Ja. Jetzt bin ich gerade. Nein, ich kann die Bombe weiter unten. Okay. Aber das Ding ist, hier ist es super. Ey, da hinten kommt also schon wieder so ein Wechselsprung, ne? Und der ist. Das ist schwierig. Das ist verdammt schwer, Mann. Klar, nach jedem Ding ein Wechselsprung. Mach drum mal. Lol. So, ich muss mal ganz kurz eine WhatsApp schreiben. Okay, ich bin wieder durch. Das ist ein Cube. So, ich fahr auf. Alright. So, WhatsApp-Nachricht verschickt. Marvin, wo fährst du gerade? Ich fahr jetzt die Spirale nach unten. Alter. Wow. Ich fahr jetzt auf den Wall. Oh, ich bin unten. Scheiße, ich bin unten. Ich warte noch auf dich. Nein. Oh, klaus, Marvin, aber gibt's es? Aber ganz ehrlich, der Wall ist so super easy, Alter. Ja, dann frag mich mal, warum ich hier schon seit mittlerweile 20 Minuten hänge oder so. Ja, du fährst ja zurück. Ich finde, zurück ist auf jeden Fall schwieriger als. Ich bin auf der Spirale übrigens gerade. Ich fahre nach unten. Die Tubes. Marvin? Okay, ich fahre auf Unterseite. Ja. Ich werfe schon ruhig. Nein, okay. Dankeschön. Oh, ich muss hoch, Oh. Ich fahre wieder auf. Oh! Komm schon! Ja. Der letzte Sprung! Der letzte Wechsel! Sieh zu jetzt, Deko! Das muss doch was werden hier! Boah, jetzt hätte ich geschafft, ich bin bei der Spirale, Marvin. Alter, nie im fucking. Wie zum Fick soll man. Ich fahr unten. Ich fahr oben. Ich fahr richtig lang, dann unten. Ich fahr richtig lang, aber ich kann nicht raus.
Ich hab dich nicht mehr gesehen. Das ist gerade super schwierig, weil ich will euch den Spiel stemmen. Und dadurch ich weiß auch nicht, wo ich selber null mehr fahren. Alter. Also jetzt bin ich in der Tube. Achso, da kommt der Spirale davor. Achso. Deswegen hab ich doch gesagt, fahr in die Spirale hoch. Und die Spirale. Ja, ich bin jetzt zweimal gefahren. So, warte, jetzt bitte nicht anfahren. Ich fahr raus. Nice, okay. Erste, first try, dass ich es geschafft habe. First try und jetzt. Wenn meine Taktik aufgeht, durch. Weiß es nicht. Durch. Jetzt haben wir noch einen. First try geschafft, Max. Nein. Was kommt jetzt? What? Bin ich behindert? Bin ich doch geistig behindert? Deko, ich habe alles, was ich dir gesagt habe, first try geschafft und bin dann einfach bei einem geraden Stück Warwild unten rausgefahren. Einfach so stumm. Einfach so. Wow. So, oh Junge, ich bin doch. Oh, fehlt mir ein Chromosom, Alter. Was ist da los? Die Konzentration ist einfach schon weg, Alter. Boah, das ist so anstrengend gerade. Oh, man. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich am Ende jetzt hier noch den letzten Wechsel machen soll. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Das Ding ist viel, viel, also komplett anders als die bis jetzigen Wechsel. Oh, das ist super Käse, Alter. Gerade nach oben fahre ich hoch, Das ist super kacke, Marvin. Eigentlich ist es, es ist richtig scheiße, hätte ich keinen Verpack machen müssen. Das Ding ist, wir springen von dem Wechsel Insta auf die Spirale drauf. Wir können dann gar keine Seite ausführen. Wir springen da eigentlich Insta drauf und das ist richtig Käse für dich. Bin und in der Tür. Marvin, rede bitte erst, wenn du absolut in der Spirale bist. In der okay, ich bin jetzt in der Spirale. Nach ich fahre unten, Marvin, ja. Ich fahre unten. Okay, ich fahr oben. Jo, soll ja, vorbei. Ich bin unten. Ja. Okay, ich hab verkackt, bin unten raus. Okay, dann versuche ich jetzt mal wieder. Und ein weiterer Try. Ich bin oben. Nee, zu weit. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss schnell fahren. Also, wenn Marvin das nächste Mal drauf ist, dann muss ich einfach mit einem Spawn warten. Weil wenn man da langsam fährt, das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Oh, dieser Ward, das ist nichts. Aber dieser Wechselshit, ey. Okay, ich bin drauf, Marvin. Ich bin weg vom Warroid. Für dich zweiten Spirale. Ja. Wenn du nach unten fährst, dann fährst du unten dann. Wenn du oben fährst, das ist so der Trick. Nein, das funktioniert nicht. Doch, Spirale nach oben fahre ich nach oben. Spirale nach unten fährst du nach unten. Okay, jetzt ist der Tube, ich fahre den Eingang zu Tube, ich bin mittig. Ich hab's! Oder? Sehr schön! Bitte! Wie bitte, lass das Ziel! Das ist das Ziel! Ja! Fick meine Eier! Alter, war das haarig! Ich fahr raus. Bitte fahren Sie raus. Oh, ja, wir sind alle Dakar rausgefallen, Alter. Oh. Nein! Und oh. Ja. Nein. Oh. Ah. Sehr schön. Alter, ich schwör dir, meine Sakkarre sind gerade weiß gefärbt rausgefallen.